Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Anleitung. Eine gute Idee, um Restwolle zu verwerten, ist es sicherlich, diese bunten Grannys zu machen, mit denen wir dann Decken, Kissen oder Teppiche machen können. Ich persönlich habe mir vorgenommen, zwischen mehreren Projekten, die ich immer auf der Nadel habe, alle Tage 4 von diesen Grannys, die auch in kurzer Zeit gemacht sind, zu häkeln, um dann eine Decke fürs Bett meiner Tochter zu machen. Decke, die ich euch, sobald ich sie beendet habe, gerne vorstellen werde. Heute zeige ich euch erstmals, wie wir dieses Granny mit dem Farbwechsel machen können. Und was wir dazu brauchen, zeige ich euch jetzt. Also unsere Wollreste. Das Einzige, auf das ich euch aufmerksam machen möchte, ist, dass die Wollreste ungefähr die gleiche Nadelstärke verlangen. Das bedeutet, wenn ich zwei Garne verarbeite, bei denen das eine die Nadelstärke Nummer 3 und das andere Garn eine Nadelstärke 3,5 bis 4 verlangt, ist das sicher kein Problem. Wenn ich aber zwei Garne habe, bei denen das andere die Nadelstärke Nummer 3 und das andere eine Nadelstärke Nummer 6 verlangt, ist das nicht so ideal, weil dann die Grannys verschiedene Größen bekommen und also mir gefällt das nicht so. Dann brauchen wir auch noch eine Häkelnadel, die zu eurem Garn passt. In meinem Fall ist es heute die 3,5, eine Schere und eine Wollnadel. Und jetzt unsere erste Farbe zur Hand, machen als erstes einen magischen Ring, befestigen diesen mit einer Luftmasche und im Inneren dieses Kreises werden wir 12 Stäbchen machen. Also wir holen den Faden auf die Nadel, gehen in den Kreis hinein, ziehen den Faden durch, haben 3 Schlingen auf der Nadel, holen den Faden, maschen die ersten beiden Schlingen ab, bleiben 2 Schlingen, holen den Faden und maschen die letzten beiden Schlingen ab und haben somit ein Stäbchen gemacht. Jetzt machen wir unser zweites Stäbchen, das dritte, vierte, also insgesamt 12 und dann sehen wir uns wieder. Wenn wir dann unsere 12 Stäbchen gemacht haben, ziehen wir hier am Anfangsfaden fest, sodass sich unser Kreis schließt und wir schließen dann die Runde, indem wir in das erste Stäbchen oben einstechen und eine Kettmasche machen. Eine Luftmasche, wir ziehen den Faden etwas lang und schneiden diesen dann ab. Den Anfangsfaden ziehen wir nochmal gut fest, dass sich der Kreis schließt. Den werden wir dann vernähen. Wir können das auch gleich machen, dann ist es getan. Wir nehmen uns dafür die Nähnadel und werden hier den Faden entlang durchziehen, dass dieser auch schön verankert ist und nicht mehr aufgehen kann. Und jetzt können wir ihn abschneiden, holen uns jetzt die zweite Farbe zur Hand und werden die Nadel in einer von diesen Zwischenräumen ansetzen. Hier haben wir die 2 Stäbchen, haben immer einen Zwischenraum dazwischen. Hier gehen wir hinein, ziehen uns den Faden durch, machen einen Knoten, damit alles besser hält. Dann gehen wir in die gleiche Einstichstelle, ziehen uns den Faden durch, machen jetzt 3 Luftmaschen, 1, 2, 3. Diese 3 Luftmaschen ersetzen unser erstes Stäbchen, Faden auf die Nadel, in den gleichen Zwischenraum gehen wir noch einmal hinein und machen ein Stäbchen. Also hier haben wir
zwei Stäbchen. Wie gesagt, das erste wurde durch die drei Luftmaschen ersetzt. Diesen Anfangsfaden legen wir uns immer parallel, sodass wir ihn mit einigen Maschen überhäkeln. Jetzt holen wir uns den Faden auf die Nadel, gehen in den nächsten Zwischenraum, den wir immer zwischen zwei Stäbchen finden, hinein und machen auch hier zwei Stäbchen. Nächster Zwischenraum, die nächsten zwei Stäbchen. Nächster Zwischenraum, auch hier werden zwei Stäbchen hineingemacht. Jetzt den Faden hier, den wir überhäkelt haben, den können wir abschneiden, weil er schon fest sitzt. Und jetzt werden wir zwei Stäbchen in jeden Zwischenraum machen, bis am Ende, wo wir insgesamt 24 Stäbchen haben. Wenn wir die Runde beendet haben, schließen wir sie, indem wir in die dritte Luftmasche der ersten drei Luftmaschen einstechen und eine Kettmasche machen. Eine Luftmasche wir ziehen und lockern den Faden und schneiden diesen dann wieder ab. Und somit haben wir auch unsere zweite Runde beendet. Jetzt holen wir uns die nächste Farbe zur Hand. In meinem Fall ist es diesmal eine Gelb. Und die Nadel werden wir hier. Wir haben hier immer diese Zweierpackungen mit den zwei Stäbchen. Also zwischen eines, nicht zwischen den zwei Stäbchen, sondern vor einem diesen Zweierpackungen stechen wir mit der Nadel ein in diese Lücke, ziehen uns wieder den Faden durch, machen wieder einen Knoten in die gleiche Einstichstelle, ziehen uns den Faden durch, drei Luftmaschen, die immer unser erstes Stäbchen ersetzen und diesmal werden wir nicht mehr zwei Stäbchen in jeden Zwischenraum machen, sondern drei. Also hier werden wir noch zwei machen. Dann haben wir insgesamt drei, weil das erste wurde ja durch die drei Luftmaschen ersetzt. Faden auf die Nadel. Ich möchte euch erinnern, den Anfangsfaden immer zu überhäkeln. So haben wir am Ende der Arbeit keine Fäden zu vernähen. Dann gehen wir wieder in den nächsten Zwischenraum, der nach dem nächsten Zweierpakt hier ist, hinein und machen wieder unsere drei Stäbchen. Eins, zwei und drei. In die nächste Lücke nach diesem Zweierpakt gehen wir hinein und machen auch hier wieder drei Stäbchen. In die nächste Lücke drei Stäbchen. Den Anfangsfaden können wir jetzt abschneiden. Und jetzt werden wir in jeden Zwischenraum hier drei Stäbchen hineinmachen, bis wir am Ende der Runde angekommen sind. Ich wollte euch hier nur zeigen, immer wenn ihr Anfangs- oder Endfäden antrefft, wie hier in diesem Fall, werden auch die einfach mit ein paar Maschen überhäkelt, dann abgeschnitten. So werden wir am Ende unseres Krennis nur einen Faden zu vernähen haben, den Endfaden, weil das Vernähen ja auch nicht immer eine nette Arbeit ist. Und so machen wir jetzt weiter, bis wir am Ende angekommen sind und dann sehen wir uns wieder. Wenn wir dann unsere letzten drei Stäbchen in den letzten Zwischenraum gemacht haben, schließen wir die Runde wieder in der dritten Luftmasche mit einer Kettmasche, eine Luftmasche und schneiden dann den Faden ab und ziehen diesen durch. In der nächsten Runde werden wir aus diesem runden Granny ein Viereck machen.
Dazu holen wir uns den nächsten Farbton zur Hand. In meinem Fall ist es diesmal eine hellblau. Und werden den Faden, also hier haben wir immer unsere Dreierbäckchen, in diesen Zwischenraum, der zwischen den zwei Dreierbäckchen entstanden ist, gehen wir hinein, ziehen uns unseren Faden durch, machen wie immer erst einen Knoten, dann gehen wir wieder in den gleichen Zwischenraum hinein, holen uns den Faden durch. Wie immer machen wir erst drei Luftmaschen, die unser erstes Stäbchen ersetzen. Hier werden wir auch unsere erste Ecke machen. Dazu holen wir den Faden auf die Nadel, machen weitere zwei Stäbchen, also insgesamt drei. Das erste wurde ja durch die drei Luftmaschen ersetzt. Jetzt machen wir eine Luftmasche und in denselben Zwischenraum weitere drei Stäbchen. Eins, zwei und drei. Und so werden wir jede Ecke verarbeiten. Drei Stäbchen, eine Luftmasche, drei Stäbchen. Faden auf die Nadeln. Jetzt kommt der nächste Zwischenraum. Hier werden wir drei Stäbchen machen. Eins, zwei und drei. In den nächsten Zwischenraum auch hier drei Stäbchen. Eins, zwei und drei. In den nächsten Zwischenraum werden wir unsere zweite Ecke machen. Eins, zwei, drei Stäbchen, eine Luftmasche und weitere drei Stäbchen in den gleichen Zwischenraum. Eins, zwei und drei. Und somit haben wir unsere zweite Ecke gemacht. In den nächsten Zwischenraum kommen wieder nur drei Stäbchen. Auch in den nächsten. Hier versuchen wir immer irgendwie den Faden zu überhäkeln. Jetzt kommt wieder eine Ecke. Drei Stäbchen zuerst. Eine Luftmasche und weitere drei Stäbchen. Und wie ihr sehen könnt, haben wir immer den gleichen Vorgang. Ecke, zweimal drei Stäbchen, Ecke, zweimal drei Stäbchen, Ecke. Das machen wir jetzt bis am Ende und dann sehen wir uns wieder. Am Ende der Runde angekommen, schließen wir uns in der dritten Luftmasche mit einer Kettmasche, eine Zusatzluftmasche, lockern wieder unseren Faden, schneiden diesen ab und beginnen jetzt die nächste Runde. Dazu holen wir uns unsere nächste Farbe. Also den Anfang werden wir immer in einer Ecke machen. Dazu stechen wir in der Ecke hier ein, holen uns den Faden durch, verknoten diesen. Dann gehen wir wieder hinein, holen uns den Faden durch, machen wie immer drei Luftmaschen, die das erste Stäbchen ersetzen. Und hier arbeiten wir jetzt unsere Ecke mit drei Stäbchen, einer Luftmasche und weiteren drei Stäbchen. So, also diese und die nächsten Runden werden immer gleich sein, also in den Ecken werden wir die Ecken machen, in den Zwischenräumen
der zwischen einer Ecke und der nächsten Ecke entsteht, werden wir drei Stäbchen machen. Der einzige Unterschied ist, dass wir nach jeder Runde auf jeder Seite einen Zwischenraum mehr haben und so wächst unser Granny. Wie gesagt, jetzt haben wir unsere Zwischenräume. Hier machen wir unsere drei Stäbchen. In den nächsten Zwischenraum auch drei Stäbchen. Und in den Zwischenraum danach auch. Wir versuchen immer, die Restfäden zu überhäkeln. Jetzt sind wir an der Ecke angekommen und hier werden wir unsere Ecke verarbeiten mit den drei Stäbchen. Zuerst der Luftmasche und den weiteren drei Stäbchen. Und dann kommen wieder unsere Zwischenräume. Wie ihr sehen könnt, in der vorigen Runde waren es zwei Zwischenräume, in der Zwischenzeit sind es 1, 2, 3. In der nächsten Runde werden es 4 sein. Wir machen jetzt diese Runde weiter und dann sehen wir uns am Ende wieder. Am Ende angekommen, schließen wir wieder die Runde in der dritten Luftmasche, der ersten drei Luftmaschen, mit einer Kettmasche, eine Zusatzluftmasche, lockernden Faden und schneiden diesen ab. So, ich habe jetzt die Größe meines Grannys erreicht. Wer das Granny natürlich größer machen will, kann jetzt Runde nach Runde immer mit der gleichen Methode arbeiten. Ihr werdet immer die neue Farbe hier in einer Ecke ansetzen, eure Ecken machen, in den Zwischenräumen die drei Stäbchen, dann wieder die Ecke und so könnt ihr Runde nach Runde weitermachen, bis ihr die Größe, eure gewünschte Größe erreicht habt. Wie gesagt, ich habe meine Größe jetzt erreicht. Den Restfaden hier, wenn ihr fleißig immer die Fäden überhäkelt habt, bleibt euch eigentlich nur dieser Faden übrig zum Vernähen. Dazu nehmt ihr euch wieder eure Nähnadel zur Hand und werdet diesen im Inneren oder auf der Rückseite eures Grannys vernähen, indem ihr den Faden hier durch einige Maschen durchzieht. Den Faden dann abschneidet und fertig ist auch schon unser Granny. Ich hoffe, die Anleitung hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, sie war euch behilflich. Wenn ja, freue ich mich über einen Daumen hoch. Abonniert meinen Kanal und wir sehen uns das nächste Mal wieder.